Deutsche Rote Kreuz DRK ist die nationale Rotkreuzgesellschaft in Deutschland. Sie verfügt über mehr als 3 Millionen Mitglieder deutschlandweit und über 100 Millionen freiwillige Helfer und Mitglieder weltweit. Im Zeichen der Menschlichkeit setzen sich sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche für das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen, den Schutz, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen ein. Das DRK finanziert sich fast ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und ehrenamtlichen Tätigkeiten der Mitglieder in deren Freizeit, zum Beispiel wenn es um die Betreuung von Veranstaltungen geht. Aufgrund der Pandemie sind dieses Jahr viele wichtige Veranstaltungen abgesagt worden, weshalb diese Einnahmen fehlen werden. Doch mussten Jahresvorräte an Materialien für eventuelle Einsätze aber trotzdem angeschafft werden. Deshalb ist man mehr denn je auf Spenden angewiesen. Im Burgenlandkreis gibt es 3 Kreisverbände, in Weißenfels, in Naumburg-Nebra und in Zeitz. Sie unterteilen sich in verschiedene Freiwilligendienste, den Sanitätszug, die Hundestaffel, die Wasserwacht und das Kreisauskunftsbüro. Die Zusammenarbeit unter den einzelnen Freiwilligendiensten und zwischen den Kreisverbänden ist selbstverständlich. Bei Großschadensereignissen kommt es darauf an, zusammenzuarbeiten und optimale Hilfeleistungen zu geben. Die Arbeit im Sanitätszug ist abwechslungsreich und spannend. Die ehrenamtlichen Helfer des Sanitätsdienstes sorgen für die schnelle und kompetente Versorgung bei Verletzungen und Erkrankungen. Wenn es erforderlich ist, koordinieren sie auch den Transport ins Krankenhaus. Sie werden sorgfältig ausgebildet und für ihre Einsätze angemessen ausgerüstet. Doch hier ist regelmäßiges Training wichtig. So trainiert man zum Beispiel in Naumburg normalerweise jeden Dienstag im Monat. Derzeit ist dies leider nicht möglich, weil hier der Kontakt zu anderen Menschen nicht vermieden werden kann. Eine Besonderheit ist in Naumburg zu finden, die Hundestaffel. Sie ist als Helfer des Sanitätsdienstes des Deutschen Roten Kreuzes Mitglied der jeweiligen DRK-Bereitschaft. Jeden Mittwoch und individuell auch samstags werden praktische Übungen mit den Hunden durchgeführt. Dabei gibt es keine ungeeignete Hunderasse. Es kommt immer auf das Verhältnis zwischen Halter und Hund an. Für die Mitgliedschaft in der Hundestaffel sollte der Halter oder die Halterin mindestens 18 Jahre alt sein und der Hund sollte das Welpenalter bereits überschritten haben. Ist es noch ein sehr junger Hund, wird er in der sogenannten Welpenstunde auf seine zukünftigen Aufgaben spielerisch vorbereitet. Ein weiterer Freiwilligendienst ist die Wasserwacht. Menschenleben retten oder Schwimmer und Rettungsschwimmer jeden Alters ausbilden, das sind die Kernaufgaben der ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes. Es ist die Wasserrettungsorganisation des DRKs. Mit der Erfahrung, Kompetenz und der spezialisierten Technik sorgen die Mitglieder der Wasserwacht für Sicherheit am Wasser. Doch leider ist es auch im DRK aufgrund der derzeitigen schwierigen Lage zu einem großen Ausbildungsstau gekommen. Es wird dringend Nachwuchs gesucht. Wir haben dich neugierig gemacht? Werde ein Teil der Rotkreuz-Familie. Alles, was zählt, ist die Menschlichkeit. Mitmachen kann jeder, der anderen helfen möchte. Niemand braucht Vorkenntnisse, denn alle, die sich engagieren möchten, werden ausreichend geschult. Doch leider ist es auch im DRK aufgrund der derzeitigen schwierigen Lage zu einem großen Ausbildungsstau gekommen. Es wird dringend Nachwuchs gesucht. Wir haben dich neugierig gemacht? Werde ein Teil der Rotkreuz-Familie. Alles, was zählt, ist die Menschlichkeit. Mitmachen kann jeder, der anderen helfen möchte. Niemand braucht Vorkenntnisse, denn alle, die sich engagieren möchten, werden ausreichend geschult.